Luftaufnahmen von Passau am Dienstag. Die historische Altstadt steht unter Wasser. Der Donaupegel liegt bei 10 Metern und soll sich den Prognosen zufolge auf diesem Stand auch einpegeln. Wegen der angespannten Lage hat die Stadt den Katastrophenfall ausgerufen. In Passau fließen Donau, Inn und Ilz zusammen. Für den Inn wurde ein Pegelstand von mehr als 7 Metern gemeldet. Zahlreiche Straßen und Plätze wurden gesperrt. Der Schulunterricht fällt aus. Dennoch scheint es so, als ob die Stadt relativ gut durch die schwierige Situation kommt. Naja, Sie sehen, sie haben mobile Hochwasserschutz aufgebaut an verschiedenen Stellen. Und ja, durch diesen frühzeitigen Schutz durch die Stadt Passau sind die Schäden alle relativ gering gehalten. Die Stadt warnt dringend davor, überflutete Bereiche zu betreten. Das gesamte Hochwassergebiet soll grundsätzlich gemieden werden, hieß es. Die Menschen hier blicken mit gemischten Gefühlen auf die Wassermassen. Und jetzt dachte ich, dass bei dem jetzigen Hochwasser alles gut vorbereitet ist. Scheint auch so zu sein, aber die Angst sitzt, ich habe Verwandtschaft in Passau, sitzt schon in den Knochen, weil die Vorhersagen doch immer ein bisschen mutiger sind oder die nicht so genau sind, wie sie dann erhofft werden. Also es steigt und steigt und es werden überall Vorkehrungen getroffen. Mehr kann man eh nicht machen. Ja, also auf jeden Fall haben wir aus den vorherigen Hochwassern viel gelernt, weil 2013 war es ja wesentlich höher. Und es ist schon viel gemacht worden, das sehen Sie auch hier so an den Verbauungen und Verblendungen an den Schaufenstern und so. Also es ist schon gut vorbereitet. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder bezeichnete die Hochwasserlage in Bayern am Dienstag insgesamt als ernst und kritisch. Die bayerische Landesregierung will 100 Millionen Euro an Finanzhilfen für die vom Hochwasser Betroffenen bereitstellen. Von dem Hilfspaket sollen grundsätzlich sowohl Privathaushalte als auch Gewerbebetriebe, Selbstständige sowie Land- und Forstwirte profitieren können.